Moin Moin und grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassen Montagesysteme und ich möchte Ihnen, begrüße Sie erstmal hier aus unserem Mediakeller in Minden. Sie wissen, immer wenn was auf dem Tisch steht, gibt es einen neuen Film. Richtig, so ist es. Und wir möchten Ihnen heute einfach mal zeigen, das Projekt eines Kunden. Und zwar geht es dort um eine aufgeständerte Poolumrandung. Ja, das heißt, Pool ist mittlerweile in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, in Belgien, Holland, Österreich etc. ein Riesenthema. Und viele Leute kaufen sich eben halt entsprechende Fertigpools, die dann, auf vorhandenen Flächen, auf Rasenflächen, auf Betonplatten, wie auch immer, aufgebaut werden. Und da diese dann, je nachdem, wenn sie nicht in den Boden eingelassen werden, können natürlich eine entsprechende Höhe haben, je nachdem auch, was für ein Volumen dieser Pool hat, dann ist es natürlich erforderlich, um diesen Pool herum eine Terrasse zu bauen. Wenn Sie dort entsprechend mit Fertigpools arbeiten, müssen Sie auch immer Revision haben. Ja, das heißt, Sie müssen die Möglichkeit haben, unter der Unterkonstruktion an die entsprechenden Bauteile, Pumpen etc. ranzukommen bezüglich der Wartung. Und in dem Fall hat ein Kunde von uns, wie viele, viele, wirklich hunderte Kunden, in den letzten Monaten eine Poolterrasse gebaut als Aufständerung. Ja, das heißt, er hat mit unserem Pfostensystem, Sie kennen das, weil dort kann man dann natürlich in diesen Bauhöhen nicht mehr mit Stelzlagern arbeiten und das kriegt man auch nicht mit ein, zwei kleinen Profilchen hin, ja, Standard, was alle anderen anbieten, ja, sondern dafür braucht man schon vernünftige Konstruktionsprofile, weil man in einer entsprechenden Höhe arbeitet und mit entsprechenden Überständen arbeitet und letztendlich wird das Ganze dann natürlich fest aufgeständert und verschraubt. So, Sie kennen das, unser 80-80 mm Systempfosten. Dieser Pfosten kann im Grunde zur Aufständerung genutzt werden. Der wird in 2 Meter Länge geliefert und wird entsprechend dann gekürzt, so wie Sie es benötigen. Und dazu haben wir dann sogenannte Kopf- und Bodenadapter. Das heißt, der Fuß kann entweder selbstverständlich natürlich einbetoniert werden, aber falls Streifen oder Punktfundamente oder eine Betonplatte da ist, können Sie den natürlich auf diesem Anker entsprechend befestigen. Das Schöne ist, dass Sie hier die freie Wahl haben, weil er mit Schrauben gesichert wird, dass Sie selbstverständlich natürlich auch extreme Schrägen gehen können. Und dasselbe dann natürlich als das ist der Bodenanker, das ist der Kopfanker, wird hier oben installiert. Auch da haben Sie natürlich noch den Einstellbereich der Feinjustierung. Auch hier können Sie natürlich noch entsprechend drehen. Und um nicht so viele Pfosten, nicht übermäßig viele Pfosten montieren zu müssen, hat der Kunde in diesem Video unser 120-80 mm Profil verarbeitet, unser Jumbo-Profil und kann dann bis fast 3 Meter Fundamentabstand entsprechend auf diesen Pfosten arbeiten. Das heißt, er braucht wenig Pfosten im Vergleich zu dem, wenn Sie es anders bauen würden. Und auf diesem System hat er dann entsprechend seine WPC-Dielen, er hat mit einer WPC-Diele gearbeitet, befestigt und das Ganze dann auch verkleidet mit die Bondplatten, ja, und das schon mal als Vorschau für Sie durch unseren hohen Umsatz mittlerweile an Zäunen und auch Pooldecks, wo wir die Bondplatten als Entwässerungsebene einsetzen, haben wir mittlerweile auch für das Jahr 2000, also wir können das jetzt schon liefern, aber für die Zäune ja sowieso, egal welche Plattenabmessung Sie da brauchen in Streifen. Aber wir werden das auch einsetzen ab 2023 für Verblendungen und für Fassade. Ja, das heißt, wie Sie das gleich im Video sehen werden, hat der Kunde es eben halt gemischt. Ja, er hat seinen WPC-Belag gemischt mit entsprechend wirklich extrem coolen, wie wir es finden sollen fürs Wort, Verblendungen mit die Bondplatten. Es sieht wirklich extrem gut aus. So, und wenn man natürlich mit solchen Profilen arbeitet, dann werden die fest verschraubt auf den Systemankern. Wir haben entsprechend natürlich extrem stabile Winkel dafür, ja, dass die Systeme miteinander verbunden werden können, gekoppelt werden können bezüglich der Schwanklasten. Wir haben natürlich das Profil 160 bis 80 gibt es auch in 6 Meter Längen, aber wenn man dann über 6 Meter geht oder über 4 Meter, also so ein Zwischenstück hat, haben wir extrem stabile Kopplungen dafür, ja. Und somit können Sie eben halt so eine Terrasse bauen. Was der Kunde auch gemacht hat, sehen Sie dann als Abgang, ja, man muss, wenn man auf einer Terrasse, die über 1 Meter hoch ist, muss man natürlich auch runterkommen. In den meisten Fällen springt man nicht und klettert, sondern man baut eine Treppe. Und auch das kennen Sie mit unserem Easy Construct System, können Sie im Grunde alles bauen, was Sie wollen. Eine Treppe hat der Kunde in diesem Fall auch gemacht, individuell angepasst auf seine Terrassenkonstruktion. Das heißt, wir arbeiten da nicht mit sogenannten Systemtreppen, sondern wir arbeiten ganz einfach mit einem Profil und entsprechender Verbindungstechnik, sodass Sie Ihre individuelle Treppe bauen können. Ihr Wunschmaß, was den Auftritt, den Abtritt, die Breite, die Tiefe betrifft, das können Sie bestimmen. Mit diesem System einfach in jeder erdenklichen Art und Weise machbar. Das werden Sie auch in dem Film sehen. Und aus diesem System selber hat der Kunde auch eine Revisionsklappe gebaut. Ja, also das haben wir auch
auch in anderen Videos schon gezeigt. Es gibt auch übrigens ein Video, wo man nur Türen bauen kann. Auch das wird demnächst in einigen Videos noch ein bisschen mehr rauskommen. Das können Sie mit solchen Unterkonstruktionssystemen, unserem Easy Construct, machen. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gucken Sie sich an, was der Kunde dort gebaut hat. Auch wieder die Frage, um die Frage zu beantworten, kann man das selber bauen? Ja, man kann, weil entsprechende Systemtechnik vom Profi, aber DIY-fähig, Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihren Wunsch zu realisieren. Nicht gibt's nicht, geht nicht, sondern bauen Sie doch mit Profis, machen Sie keine Kompromisse. Warum sollten Sie das tun? Ja, schauen Sie sich an, was man mit Profimaterial alles so erreichen kann. Folgen Sie uns. Ich hoffe, in dem Video konnten Sie einen Eindruck gewinnen, was dort entsprechend der Kunde gebaut hat für seinen Pool, für seinen Rückzugsort, für seinen Genussort. Ja, und das sollen Terrassen sein. Terrassen werden nicht nur gewerblich genutzt, sondern sind in vielen, vielen Fällen sind sie Ruhepole. Sie sind Oasen, wo man sich erholen möchte. Und dann möchte man nicht schlechte Qualität haben, wackelnde Platten, kippelnde Platten, krumme Dielen, verzogene Konstruktionen, sondern man möchte eine extrem gute Terrasse haben. Und das Wichtigste an einer Terrasse ist nicht der Belag. Ja, Sie können den teuersten Belag verbauen. Wenn die Unterkonstruktion fehlerhaft ist, falsch montiert wird, wenn Sie zu dünne Profile nehmen, die sich durchbiegen, was auch immer dort alles bei uns hier auf dem Tisch landet, was dort teilweise extrem falsch gebaut wird. Es ist wirklich irre teilweise, liebe Kunden, was da so draußen los ist. Deshalb machen wir auch diese Videos. Wir wollen Sie aufklären. Bei uns gibt es keine Blackbox. Ja? Sie können hier vorbeikommen ab November 2022 hier in Hille. 450 Quadratmeter Indoor-Testzentrum, Spielwiese. Da werden solche Terrassen aufgebaut sein, wie Sie sie hier im Video gesehen haben. Da werden Sie über eine Brücke laufen, 9 Meter lang. Sie können Pooldeck mal hin und her schieben. Ja? Sie können natürlich auch Standard Profile testen, weil wir sind Vollsortimenter. Wir haben das Standardprofil, kleine Aufbauhöhe. Wir haben eben halt aber auch Hochleistungsprofile, die Ihnen im Grunde ermöglichen, solche Dinge zu bauen. So, und ja, jetzt warten wir auf Ihre Anfrage. Wir freuen uns darauf. Fordern Sie uns heraus. Arbeiten Sie mit Profis, machen Sie keine Kompromisse. Profi-Material, Profi-Ergebnisse. Sie werden erstaunt sein, was selbst solch eine Terrasse dann im Preis-Leistungs-Verhältnis kostet gegenüber den Alternativen, die in dem Fall ja gar nicht da sind. Ja, was will man bei so einer Konstruktion machen? Klar, man könnte sie aus Holz bauen. Die Frage ist dann nur, wie lange hält das Holz? Und bei heutigem Holzpreis wissen wir eben halt auch, dass Aluminium dort über Strecke gesehen wesentlich also ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und von daher, wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Wie 1000 Kunden vor Ihnen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.